Moin, moin, mein Name ist Heinrich Dalle und wir spielen Ultimate General Civil War. Und wir sind immer noch bei dieser Cold Harbor Schlacht dabei. Und die Schlacht wird entlang der rechten Flanke geführt, fortgeführt. Gucken wir mal. Also hier sieht's gut aus. Und General, wir fügen den Feind schwere Verluste zu, aber es kommen immer mehr. Die können sich die großen Verluste leisten. Wir uns aber keinen Einbruch in unsere Verteidigungsstellungen. Lassen Sie sie nicht durch. Ah, wir sind immer noch da. Los! Guerrero, töten! Wir müssen näher ran. Und zurück, zurück. Ach, er rennt. Da hinten wird wieder formiert. Nein, Daniel, in die andere Richtung. Daniel! Du Horst! In die andere Richtung! Gut. Daniel muss gleich sich beruhigen und die andere Kavallerie holen. Kavallerie-Kanone. Und da hinten, warte mal, Pause, 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 Pause. Dort machen sie einen Gegenangriff, dort haben wir Leute, Gott sei Dank. Hier brauche ich auch was. Lee, mach mal ein bisschen aufspähen. Du stehst hier falsch. Ihr beide, setzt wieder hier hinten. Na gut. Du wirst da die Position beziehen. Und du wirst laufen und ja, hier irgendwo die Position beziehen. So, dass wir da Truppen haben. Daniel, beruhig dich. Beruhig dich, Daniel. Ich brauche dich gegen Eckler. Danach kannst du Feierabend machen, ist mir egal. So, warum läuft der Smith nicht? Oh, die sind schon da. Das gibt's nicht. Die wissen, dass da nichts ist. Lee, zurück! Ey, das ist fies. Warum sind die da schon? Weed, lauf! Dennison, erstmal bis hier bitte. Laufen. Da die Punkte unbedingt halten. Schnell! Gott sei Dank, Lee lebt noch. hier haben wir noch einen Camper. Den lassen wir da. Dich, Harland, ziehe ich nochmal hier zur Unterstützung mit. Wir sind durch. Nun da noch wegschnabulieren. Und er läuft. Und die laufen auch. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Butler. Komm lieber von da hinten. Okay, und die Kanone holen. Daniel, dein Job ist doch nicht erledigt. Es tut mir leid, Daniel. Ihr lauft, ne?
Pause. Genau, da haben wir Feind, da haben wir Feind. Gut. Die haben die aufgegeben, oder was? Sieht aber nicht so aus. Oh, die haben Power erobert, irgendwer. Und holen Supply und dann weg da. Okay, umdrehen. Ein Supply. Zwei Supply. Nochmal Pause. Den haben wir wieder. Okay. Dann ab zur Kanone. Und Hansen, ich hätte ich gerne auch nochmal sicherheitshalber hier. Gut. Du kannst dich dafür positionieren und du positionierst dich da. Dann haben wir da hinten wieder was. Oh, dann gibt es auch Feindkontakt. Sollte aber machbar sein. Warum stehen die so scheiße? Lassen wir mal so. Da gibt es größere Verstärkung. Ab in den Wald. Ich will in den Wald. Und muss man eine Kavallerie. Kavallerie, holen wir Supply wieder. Nein, meine ganzen Supplies. Alt. Alt. Diese Frechdachse. Scheiße, die ganzen Supplies. Ob sie, wir halten an den Punkt. Ja, ihr könnt mal Stopp machen. Stopp. Entschuldigung, dass ich gegen das Mikro gekommen bin. Lass sie mal entkommen.
Sind die anderen flankiert oder was? Wird die da mal weg, die gehen mir auf den Sack. Die ganz kleinen Einheiten, die stören einfach nur. So, jetzt können wir hier mal die Mitte antesten. Nein. Da. Daniel, lauf! Das ist nicht gut, Daniel. Nee, Daniel, lauf weiter weg. Kein Sinn, Daniel. Daniel, lauf! Hier sollen sie den Supply holen. Oh, da kommen echt Einheiten. Zurückziehen. Oh, jetzt habe ich ihn nicht aufgepasst. Die Mitte ist ungeschützt. Habe ich hier noch Truppen? Oh, da ist doch mehr. Habe ich gerade nicht gesehen, die Einheit hier von Abten. Eine Einheit macht da gerade keinen Sinn. Weiter auseinander, in der Hoffnung, dass die kleinen Krupp-Einheiten, weil die kommen hier nämlich von der Flanke langsam, das nervt. Weiter, weiter. Was da hinten ist Kavallerie, ja, gut, für den Supply. Können wir das Supply-Spiel gleich weiterspielen? Dass sie laufen. Zurück. Zurückfallen. Hier ist nicht mehr viel. Aber ich habe nicht mehr viel. Hier ist die ganze Linie weg. Ah, da ziehe ich nichts mehr ab. Ja, wenn wir hier die Linie weiter verziehen, wieder wegkriegen. Oh, da laufen welche von mir. Ich wollte eigentlich, dass sie in den Wald geht. Organisieren die dann einen Gegenangriff, das gefällt mir nicht. Halt. Die Kavallerie müsste ja auch gleich laufen, oder?
Pause, Pause, ich muss denken, Entschuldigung. Ich muss denken! Ihr beiden. Ihr kommt mir jetzt hier zur Verstärkung. Du ebenfalls. Weiter. So, die laufen. Laufen. Weiter. Das Kruppzeug muss da weg. Was ist denn da hinten? Kavallerie. Schon mal jetzt mal. Du hast lang genug gekämpft. Laufen. Weiter. Sie verstärken gleich da. Stück weiter. Gleich weiter. Und weiter. Laufen. Nachrücken. Oh, die wollen eine Position haben. Dann machen wir Halt. Schießen den mal in den Rücken. Die laufen. Weiter. Mal die bisschen verschreckt. Fällt mir ganz gut. Dann kannst du die da von da schießen. Ihr habt jetzt den Wald endlich erobert. Dann ziehe ich dich ab. Weg. Weiter. Weiter. Ganzes Stück runter. Hier holen wir die Kanone. Und weiter. Von hinten. Vielleicht die Kanonen wegkriegen. Wo bleibt die Kavallerie? Halten. Oh, das sind Truppen, die uns gehören. Weiter zurück. Zurück. Truppen nachziehen. Kirche gehört uns. Weiter nachziehen.
krieg's nur hin. Kavallerie. Hier war irgendwo eine Kanone. Schicken Pizza Forno drüber. Pizza Forno! Los, über die. Holt's euch! Wir haben sie, gleich die nächste. Boah. Und weiter. Ich will sie bluten sehen, die Blauröcke. Zeitpunkt kriegen. Und ich will gar nicht wissen, wie groß meine Verluste sind. Die sind wahrscheinlich immens, unendlich. Das ist wahrscheinlich viel zu viel. Okay. Bleib einfach hier. Bleib hier. Du gehst zur Kirche. Schlachten die Kanonen weiter ab. Oh, jetzt kann ich mal einen Kaffee mal trinken. Ist ja fast kalt, glaube ich. Ne? Mhm. Es sieht sehr, sehr gut aus. Aber mit immensen, immensen Verlusten. Hol den Supply. Lass mal die anderen. Entschuldigung, ich bin gegen das Mikro wieder gekommen. Ach, was soll's. Tötet Robertson da. Na. Da kommen noch Leute. Dann nimm du die Farm ein. Die Position. Wollen doch noch kämpfen. Ah, Robertson ist Geschichte oder lebt er noch? So. Falls doch noch jemand erlebt. Verteidigung. Verteidigung. Kurz. Da wird irgendwas um 23 Sekunden gekämpft. Ich hab Cold Harbor. Das ist doch alles da. Wo wird da nichts umkämpft? Da ist doch genug Abstand. Da ist kein Feind da. Freiheit aufgegeben? Welcher? Wo? Die Supply einnehmen. Wieder verloren. Ja, wahrscheinlich verloren. Na, nicht so schlimm.
Dieses Umkämpft gefällt mir nicht. Nimm das mal weg. So, du hältst diese Position. Und weiter. Und ihr reitet mit der Kavallerie weiter. Gesundheit, Mathilde. Wir holen Supply. Und die sind auch Geschichte. Weiter. Weiter. Zinnen die uns da? Er hat aufgegeben. Und Sieg! Cold Harbor gehört uns. So, ich wette mal, ich habe 20.000 Leute verloren. 30.000. Ganz viele haben wir verloren. Ganz viele. Ganz viele. Wir hatten 60.000, wir 94.000. Boah, 22.000 Verluste, das ist wieder heftig. Wir hätten, ich glaube, anfangs einfach defensiver spielen müssen. So wie ich die erste Runde gemacht habe oder so ein bisschen, dass wir die ersten, wir hätten zwei, dreimal einfach nichts machen müssen, einfach nur vorspulen. Dann wären wir eher fertig gewesen, also. Dann wäre das nicht so lang geworden. Wir hätten erst wirklich warten müssen. Na gut. Aber hier das. Ich weiß nicht, was ich hier gemacht habe. Es hat funktioniert. Ich, keine Ahnung. Ich wollte ja unbedingt ja diese eine Position mit der Kirche haben. Unbedingt. Vielleicht hätten wir, also 10.000 hätte man bestimmt verloren hier bei der Schlacht. Egal, wie man sie gekämpft hätte. Mindestens 10.000. 20.000 ist nun heftig, aber war auch eine große Schlacht und die ging jetzt über 3 Tage, wenn ich jetzt noch, ich weiß gar nicht, wie viele Videos ich jetzt draus gemacht habe. 3 oder 4. Also ich glaube, so lange habe ich noch nie eine Schlacht gespielt. War es vielleicht die letzte? Oder marschieren wir Richtung Washington? Das würde mich echt mich mal... Naja, 20.000 kriegen wir fast. Also 18.000. Wir haben jetzt 30.000 fast an Männern. Die wir... Das heißt, unsere 20.000 Verluste kriegen wir... Ja. Das Coole ist, wir haben ja unser drittes Korb quasi. Na gut, das dritte Korb ist jetzt fast leer. Das ist ja quasi das 4. Korb geworden, weil ich ein paar reingezogen habe. So, wir könnten nochmal 8.000 Mann uns organisieren. Fantastisch. Und wo geht's jetzt weiter? Ach du Kacke, wir rücken echt gegen Washington vor. Da waren noch nie die Konföderierten, oder? Schreiben wir jetzt die Geschichte um. Da gibt's auch keinen Sieg, keinen Unentschieden. What? 10. April? 14. September? Alls Ferry Road? Da hat man doch schon mal gekämpft. Gibt 26.000 Mann. Ist aber keine große Schlacht. Was haben wir hier? 15. Dezember? Harden Pike? Auch nochmal 26.000 Mann. Zu gewinnen. Krass. Das sind kleine Schlachten. Sind ja echt noch riesig. Wenn es halt so viel Mann Belohnung gibt, dann denke ich mal... Ja, da oben steht es ja auch. 170. Das sind schon ein paar Leute. Und Washington wird echt noch der Hammer. So.
Weil wir den Feind bei Cold Harbor besiegt haben, gibt es schon mal minus 10% in Washington. Die Moral können wir brechen. Und die feindliche Armee hat bessere Waffen. Das können wir auch nochmal verhindern. Okay. So, dafür ist dieses Video halt wirklich kürzer als die anderen. Aber ja, ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Auf die Schlacht von Cold Harbor. Ach jemine. Es wird wahrscheinlich, also es ist wahrscheinlich hier nicht gut gelaufen. Wenn ich 20.000 Mann verloren habe, ist es glaube ich nicht gut gewesen. Es war ein teurer Sieg, sagen wir was mal so. So Star Wars-Style. Alle Mann geopfert, aber wir haben gewonnen. Gegen das Imperium. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst ein Like oder einen Kommentar da. Ansonsten ein Abo wäre auch schön. Jetzt, wo man Cold Harbor gewonnen hat, gibt es auch mal ein Abo vielleicht von euch. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!